Herzlich willkommen zu 07 Fragen live aus dem Trainingslager. Wir haben heute dabei einmal den Laurent, dann den Per und den Tim. Wir stellen euch 7 Fragen nacheinander. Ihr gebt die Antwort auf die jeweilige Frage in euer Handy ein und auf 3 zeigen wir dann gleichzeitig die Antworten. Seid ihr bereit? Yes. Sehr gut. Dann fangen wir mit Frage 1 an. Wer hat die meisten Drittliga-Einsätze unseres aktuellen Kaders? Habt ihr was aufgeschrieben? Ja. Dann würde ich sagen, auf 3 einmal nach vorne zeigen. 1, 2, 3. Bexer Bahn 3-mal und tatsächlich alle 3 falsch. Somi hat am meisten. Hast du auch eine Zahl, oder? 245. Und Bex? 220, 227 in dem Bereich. War schon gut. Einer dran. Zweite Frage. In welchem Jahr wurde unser Athletiktrainer Dirk Stelli geboren? Ich weiß es gar nicht. Das ist eine Schätzfrage. Wir schauen, wer ist am nächsten dran. Keine Ahnung. Ich muss erst mal rechnen. Ja, ich auch. Warte. Wie alt könnte er denn sein? So 30, ne? Mitte 30 ist Dirk. Viel älter. Älter. Ja, so. Ich habe schon mal 1-0 da stehen. Die ersten 2 Zahlen bei dir. Ja, ja? Die habe ich auch. Okay. Ja. Das ist aber richtig. Ich habe eher Probleme beim Rechnen. Ich würde mal so 10 Sekunden Zeit geben für die Antwort. Ja. Du hast auch Stimmen? Dann auf 3 einmal zeigen. 1, 2, 3. 77, 83 und 79. Und richtig liegt tatsächlich Lolo. Dirk wurde geboren 1975. Cool. Ich dachte, er ist 44. Was, 77? Ich habe falsch gerechnet, aber war halt richtig. Wer ist er denn? Nein, ich habe... Ja, das ist ja lange. 48. 48. Kommen wir zur nächsten Frage. Unser Trainer Rüdiger Rehm war ja auch schon als Spieler für den Waldhof aktiv. In welchem Jahr ist Rüdiger Rehm zum SV Waldhof Mannheim als Spieler gewechselt? Das ist sehr böse. Ich habe das irgendwo gelesen. Boah. Ich schreibe gar nichts auf. Das Näpfchen. Ja. 1-9 können wir wieder schreiben, oder? Scheiße. Okay. Moment. Ich hab Angst. Moment, ganz kurz. Zeitspiel. Ich sag, ich bin da noch nicht geboren. Ich auch nicht, bei meinem. Hast du auch was, Lolo? Ja. Okay, dann 1, 2 und 3. 98, 2000 und 1992. Ja. Ja. Lolo ist tatsächlich wieder am nächsten dran. 1997. Hey, Jungs. Erfahrung. 2002. Ja, die Erfahrung ist auch schon spät für euch, ne? Was hast du gehabt? 92. Die nächste Frage, und zwar wollen wir wissen, wie viele Menschen leben in Mannheim? Das ist noch nachgelesen, aber... Also Mannheim oder Großregion? Ja, Mannheim. Ist das eine, also alle Stadtbezirke, genau, das ist ein exakter Wert aus Dezember 22. 22. Da wird sich nicht so viel geändert haben. Doch, ich muss da nochmal ein bisschen rechnen. Dann machen wir... So.
Okay, dann 1, 2, 3. Dann ist das ein Punkt für Tim, denn es sind 315.600 Einwohner. Wie viel hast du geschrieben? 340. Ich habe 40, die sind gut. War gut, aber okay. Die nächste Frage, und zwar, abgesehen von Cello, welcher Spieler ist am längsten im aktuellen Kader des SV Waldhof Mannheim? Also der Zweit. Der Zweitdienstälteste. Zweitdienstälteste. Genau. Boah, ja. Ich weiß gar nicht, wie du gekommen bist. Ich bin schon lange da. Hat er eben gerade gesagt. Ich weiß, ich könnte schon der Zweitdienstälteste sein. Ich habe ihn eben gerade gefragt, wann er gekommen ist. Also ich könnte Zweitdienstälter sein. Schreib mal auf. Lass dich nicht verarschen. Schreib mal Lolo auf. Lass dich nicht verarschen. Aber eine Frage, zählen da auch Jugendspieler dazu? Die, wenn die keine, also. Welche mit Profivertrag aktuell? Ja, okay. Also Kenny und Mika in dem Fall wären nicht die richtige Antwort, das kann ich verraten. Genau, aber wir hätten die aufnehmen können dann. Okay. Ja. Dann warte, dann nehme ich. Weißt du es? Ich habe einen Namen aufgeschrieben. Ich weiß es gar nicht. Aber ich spekuliere halt. Lolo ist es nicht, glaube ich. Ich bin es nicht, das kann ich dir sagen. Ich bin jetzt aufgeschrieben. Nein, ich bin erst ein Jahr da. Das ist unmöglich. Okay, ich habe schon noch einige im Kopf, aber. Der Wechsel war vor 3 Jahren im Rostock. Als kleiner Hinweis, der Spieler ist 2020 zum Waldhof gewechselt. 2020, da weiß ich es. Ja, ich auch. Ich habe ihn auch. Ich weiß es nicht. Einfach mal. Aber ich kann sein, ich weiß es doch nicht. Habt ihr alle was? Ja. Dann 1, 2 und 3. Frido und Bartho. Und Bartho ist richtig. Ja. Punkt für Tim. Frido ist im Winter gekommen, ne? Nein, nicht so. Nee, Frido ist das Jahr darauf erst gekommen. 2021. Nach der Uerdingen-Saison. Genau, und davor war noch Münster. Mhm. Gut, stark, Junge. Ja, 2-1. Gut, Jungs. Wer geht der aus heute? Zur nächsten Frage, und zwar zur sechsten. Und zwar wollen wir wissen, wie viele Tore erzielte der SV Waldhof Mannheim in der abgelaufenen Saison 22-23 in der dritten Liga? Ja, einfach. Das ist ja geschenkt für Lolo. Ich habe es verdrängt. Ja, genau, aber das waren ja, glaube ich, 60. War es minus 60? Nein, das war 60 Gegentore. So. Wie viele Tore haben sie geschossen? Genau, ja. Hast du einen exakten Wert direkt im Kopf gehabt? Du weißt es wahrscheinlich ganz genau, ne? Ich weiß nicht. Ich will euch nicht viel Hoffnung machen, aber ihr müsst schon genau sein, um die einen Punkt bekommen. Ja, okay. Okay, dann 1, 2 und 3. Lolo, bei dir sieht man nichts. Schau mal. Und 63 ist auch die richtige Zahl. Dementsprechend ein Punkt für Peer und für Lolo. Haben wir das drauf? Er hat geschummelt, glaube ich. Ich glaube, es hat keiner geschummelt. Ich glaube, es hat keiner geschummelt, tatsächlich. 3 Punkte jetzt. Ich habe mich einmal mit dem Verein auseinandergesetzt. Okay, und jetzt zur siebten Frage. Und zwar wollen wir wissen, wie hoch war die durchschnittliche Temperatur in Mannheim im Juni 2023? Die durchschnittliche Temperatur. Genau. Also jede Stunde wird genommen, daraus der Mittelwert über die 31 Juni. Tage im Juni. Gut, du warst gar nicht da wahrscheinlich? Nein, aber es wurde ja auch so diskutiert, dass der heißeste Juni war seit. Aber und die Nächte waren auch 20 Grad oder fast. Ich habe irgendwas mit 30 auf. Durchschnitt. Ich habe schon was. Nicht, dass ihr denkt, dass ich wieder bei euch gucke. Im Juni, da warst du doch die ganze Zeit im Hotel, oder? Hotel ist okay. Da hat man Klima. Ne? Nee. Das ist ein Nebenhotel. Ja, stimmt. Ja, ich habe was. Eigentlich egal, ich habe eh schon gewonnen. Also Jungs, ich schreibe einfach irgendwas auf. Okay, dann 1, 2 und 3. 24, 23 und 20.
Und die Antwort ist 21,7. Dementsprechend hat Lolo nochmal am besten getippt. Sorry, Jungs, ne? Es tut mir leid, aber da. 24. Aber die Nächte waren 19 Grad. Ich hab 23 teilweise. Stunden. Was hast du geschrieben? 23. Was hast du? 20. Sag mal den Gewinner, was hat der auch für die was Leute, dass die das mitbekommen? Genau. 21,7. Hast du doch gewonnen? Nein, 23 sind 1,3 und ich bin 1,7. Achso. Dann der Sieger ist Lolo mit 4 Punkten. Herzlichen Glückwunsch und danke, Jungs, für die Teilnahme. Glückwunsch. Danke. Gratulation. Schade.